Willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von Louis Vuitton vor. Das ist ja eine, wie wahrscheinlich viele von euch wissen, sehr bekannte und auch teure Modemarke. Und wir wollen euch heute die einzelnen Funktionen davon vorstellen. Es gibt von Louis Vuitton manchmal unterschiedliche Kampagnen und diese kann man hiermit scannen. Dazu muss man einfach ein Bild scannen, was eine solche Kampagne ist. Und dann öffnet sich, ich konnte es bislang leider noch nicht ausprobieren, aber eine digitale Welt mit Produktdetails, exklusiven Videos und Bildern. Und das Ganze versteckt sich dann hinter diesen Kampagnen und die kann man dann hier digital öffnen. Und zwar ganz einfach in dieser Anwendung und dann bekommt man diese vielen Details angezeigt. Das ist eine Funktion von dieser Anwendung, denn es gibt zum Glück noch ein paar mehr, die jeder nutzen kann. Zum Beispiel kann man ein Geschäft finden oder auch zur Produktauswahl gelangen und auch sonst die unterschiedlichen Geschäfte kaufen oder Geschäfte von Louis Vuitton suchen, wie gerade eben schon erwähnt. Oben links gibt es eine Suchfunktion, da kann man einmal auf den Home-Bereich gehen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier auf Produktauswahl rüber zu gehen und dann kann man hier oben zum Beispiel filtern nach verschiedenen Produkten. Hier sind es in diesem Fall nur Handtaschen, 20 Resultate gefunden und hier findet ihr jetzt eine Liste mit diversen Handtaschen und weitere Details erhaltet ihr natürlich immer, wenn ihr dort einfach draufklickt. Das Ganze wird hier geladen und schon wird das Ganze hier angezeigt. Es gibt unterschiedliche Farben, es gibt hier einen Text dazu, den man sich durchlesen kann und auch sonst Informationen zum Kundenservice, Rückgabe, Zahlung, Versand und so weiter. Man kann natürlich hier jetzt dementsprechend das Ganze kaufen, indem man dort zum Beispiel anruft. Das ist eine Möglichkeit. Wir gehen aber nochmal zurück, zum Beispiel hier auf den Store-Finder. Hier sieht man dann die ganzen Stores. Es gibt ja einige weltweit, also ihr seht hier die gleich auf der ganzen Karte. Und man kann jetzt hier oben auch an die jeweiligen Orte ranscrollen. Das funktioniert ganz okay, sage ich mal, und desto näher ihr ranscrollt, desto mehr werden hier auch angezeigt. Also erst habt ihr ja nur ein paar gesehen, aber wir geben jetzt hier oben einfach mal eine Stadt ein und ich hoffe, dass dort auch was gefunden wird. Ich bin mir nicht so sicher, wir nehmen einfach mal Bonn. Okay, und ja, jetzt hat er irgendwas in Amerika gefunden, hat also leider nicht geklappt. Da müsste man wohl noch Bonn, Deutschland eingeben. Probieren wir einfach nochmal so Bonn, denn wie ich sehe, hat er das B gar nicht richtig erkannt. Wählen wir Bonn und okay, vielleicht findet er jetzt eine passende Sache, das sieht ja schon mal gut aus. Und hier, wo wären jetzt die nächsten Geschäfte? In Köln wäre ein nächstes Geschäft. Das hätte man jetzt hiermit ganz einfach herausgefunden. Man kann hier draufklicken, anrufen, wenn man Fragen hat und findet hier zum Beispiel auch Öffnungszeiten und so weiter. Gehen wir nochmal zurück, es gibt nämlich noch ein paar mehr Sachen, zum Beispiel gibt es eine kleine Anleitung hier, wie diese Anwendung funktioniert. Hier wird nochmal erklärt, wie das mit den Kampagnen geht. Wenn man eine sieht gedruckt, kann man die aufrufen und dann hier über diesen Scan-Bereich am Anfang und dann lässt sich das Ganze hier entdecken. Dafür braucht man aber erstmal ein Bild und so eine Kampagne. Es gibt dann noch weitere typische Funktionen, man kann die App teilen, Nutzungsbedingungen, Impressum gibt es und eine Kontaktfunktion. Das war es dann aber auch schon. Wir finden die Anwendung auf jeden Fall ganz gut. Besonders für Leute, die natürlich bei Louis Vuitton regelmäßig mal kaufen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.